Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень просты. Vielen Dank für diesen tollen Applaus. Mein Name ist Susanne Grube, ich bin Biologin, genauer gesagt, ich bin entomologische Bioakustikerin, arbeite mit Zikaden und Wanzen, das heißt genau, es ist ein bisschen wie Stasi oder KGB, ich belausche die Wanzen, ja, vor und bei dem Sex. So, da waren jetzt ein paar Fremdworte dabei. Zum einen Sex, das ist für die Physiker unter uns meistens ein Problem. Das andere vielleicht der bioakustische Entomologe. Deswegen heute mein Vortrag, was Sie schon immer über das bizarre Sexualleben wissen wollten, sich aber nie zu fragen wagten. Und ich möchte vielleicht zum einen, vielleicht kennt ihr das. Okay, es dauert immer ein bisschen mit der Übersetzung. Zum einen, man denkt ja selber immer von seinem Beruf, man sei völlig normal, bis zu dem Moment, wo man sieht, was Freunde für Fotos gemacht haben. Also ich stelle Ihnen mal ganz kurz vor, den Homo entomologicus subspecies bioacusticus. Also, man kann uns ganz leicht daran erkennen, dass wir keinen Kopf haben. Der ist immer in irgendwelchen Netzen drin auf der Suche nach einem Tier. Und man glaubt es nicht, Insekten sind die erfolgreichste Organismengruppe bei uns auf dem Planeten. 80% aller Tiere sind Insekten. Und das heißt, die sind überall zu finden und so auch der Entomologe. Ob das auf den Bäumen ist, hier oder hier auf dem Boden, ganz egal. Das ist übrigens mein Mann, der noch nie vor mir auf die Knie gegangen ist, aber vor einer Wanze. Großartig. So, und wenn man jetzt denken könnte, die sind hier so ein bisschen seltsam, die wären jetzt ganz alleine. Nein, wir sammeln auch gerne in Gruppenkreisen. Das sind alles Akademiker 50 plus auf der Jagd nach einer Wanze und die Wanze hat verloren. So, Probleme hat so ein Entomologe eigentlich erst, wenn er auf einen Organismus trifft, der mehr oder weniger als 6 Beine hat. In dem Fall so, was bist du, ein Huhn? Bis er merkt, Mist, passt nicht ins Netz. Gehe ich weiter. So, jetzt ist die Frage, mit welchen Tieren arbeite ich? Das sind diese Zikaden, diese großen Singzikaden. Ich glaube, im Süden von Russland kennt man die auch, oder? Wer kennt die großen Singzikaden? Mal Licht im Ja, das sind diese Krachmacher, die machen. Ich weiß nicht, ob Misha das gerade übersetzt hat. Applaus! Und es ist übrigens wirklich so, die sind so laut, ja, also vorhin beim Messen habt ihr ja hier im Saal 104 Dezibel erreicht. Der Lautstärke-Rekord im Tierreich von einem Tier am Land liegt bei solch einer Singzikade mit 120 Dezibel. Ich glaube, das könnt ihr heute noch toppen, oder? Das kriegen wir hin. So, in der Tat gibt es eine ganze Menge Zikaden. Es gibt, oder ich muss mal sagen, bei diesen Tieren singen übrigens nur die männlichen Tiere. Das hat im alten Griechenland zu einem ganz seltsamen Satz geführt. Und zwar hieß es damals, glücklich sind die Zikaden, denn ihre Weiber sind stumm. Wie man vielleicht merkt, ich rede sehr gern, ich fand den Satz doof. So, daraufhin habe ich beschlossen, nein. Jetzt habe ich gesagt zu dieser Zikade, ich möchte lieber diese Zikaden. Das sind ganz, ganz kleine Zikaden. Im Deutschen heißen die auch Kleinzikade. Die sehen witzig aus, sind aber sehr klein. In Deutschland gibt es über 600 Arten und keiner kennt es. In Russland sogar fast 1200. Ich finde die sehr niedlich, die hier zum Beispiel. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ninja-Turtle mit dieser schwarzen Maske. Und wenn man zu nah an die rankommt, dann laufen die auch irgendwie so lustig weg. Und um sie nur ein bisschen näher vorzustellen, es gibt diese Zikaden nicht nur in so psychedelisch bunt. Wir haben die auch in durchsichtig. Wir haben sie in dick, wir haben sie in dünn, wir haben sie mit kleiner Nase, krummer Nase, langer Nase, wir haben sie mit vielen Punkten, wenig Punkten, großen Punkten, kleinen Punkten, wir haben sie quer gestreift, längs gestreift, beides gestreift, wir haben sie im Leopardenprint, wir haben sie in Latex, wir haben sie von vorne, von hinten, wir haben sie gut getarnt, schlecht getarnt, wir haben sie mit Aufsätzen als Hufeisen, hinten und vorne, wir haben sie seltsam, 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 böse guckend, böse! Oder ganz süß. Sprich, wir haben wahnsinnig viele. Das ist Biodiversität. Das gilt es zu kennen und auch zu schützen. Und bei den vielen Tieren kommt vielleicht die Frage, ja, mit welchen von diesen spannenden Tieren arbeitet jetzt die Suse? Mit diesem. Ja, Begeisterung. Ich merke das schon. Aber die sind toll. Die Windenglasflügelzikade. Wir sehen hier ein Pärchen
in der Erfüllung ihres Lebensauftrages. Wir haben in der Mitte ganz dick das prominente Weibchen, hinten dran schlaff, aber glücklich das Männchen. Warum das so ist? Das Männchen schiebt während der Kopulation seine gesamte Armatur einmal in das Weibchen hinein und das ist ein ganzer Millimeter. Lacht nicht, das ganze Tier hat nur 4 Millimeter. Ja? Ja, das ist enorm. So, warum jetzt ausgerechnet diese Tiere? Das geht jetzt nicht um die Armatur, sondern darum. Diese Tiere verursachen im europäischen Weinbau eine Krankheit an der Weinrebe. Sie übertragen nämlich ein sogenanntes Phytoplasma. Das kann man sich vorstellen wie ein zellwandloses Bakterium. Und eigentlich sitzen die auf so einem Unkraut, die Ackerwinde. Deswegen heißt die auch Windelnglasflügelzikade. Und wenn die nicht zu fressen hat, weil die Weinbauern dieses Unkraut wegjäten, dann gehen sie auf den Wein als Fehlwirt und verursachen sowas, so schrumpelige Blätter und bittere Beeren. So, man hat also viele Untersuchungen angestellt, man wollte mehr über die Tiere wissen und hat dabei festgestellt, juhu, sie sind Immigranten. Sie kommen nämlich aus dem Balkangebiet über die Balkanroute nach Deutschland, ja, und im Gegensatz zu vielen Pressemitteilungen, wir haben kein Problem mit Migranten. Ich mag Migranten, ich habe nämlich eine Arbeit deswegen. So, spannend ist nur, dass die Tiere, die ursprünglich... Ja, danke. Dass diese Tiere, die ursprünglich auf der Ackerwinde gesessen haben, auf ihrem Weg nach Deutschland, da waren die Alpen im Weg, das ist ein Problem, einmal östlich, einmal westlich rum sind. Und auf dem Weg über Frankreich ist was Interessantes passiert. Die Tiere haben einen sogenannten Wirtspflanzenwechsel vollzogen. Die sitzen nicht mehr nur auf der Ackerwinde, sondern plötzlich auch noch auf der Brennnessel, einer völlig anderen Pflanze. Und jetzt denkt ihr vielleicht so, ja, so what? Aber beim Biologen ist immer Folgendes. Yeah! Wirtspflanzenwechsel, das heißt eventuell unterschiedlicher Entwicklungszyklus, das heißt die Erwachsenenzeiten, die Paarungszeiten lappen nicht mehr übereinander, eingeschränkter Genfluss, das ist der erste Schritt bei der Evolution zur Bildung neuer Arten. Und hier wirklich und tatsächlich kann ich als Biologin der Evolution live zuschauen, wie aus einer Art zwei werden. Und das ist geil. Gerade in Zeiten der Artensterben ist das super, aus einer macht zwei. So, man hat also viel Genetik gemacht und Molekulargenetik und die Antwort war, vielleicht. So, das heißt, man wollte noch ein biologisches Merkmal haben, um wirklich sicher zu sein, sind das zwei Arten. Und was liegt da bei der Zikade näher als der Gesang? Und ich dachte, ja super, nehme ich ein Mikrofon und höre mir die Tiere an. Aber nein, das ist nicht möglich, denn diese Tiere sind so klein, dass sie nicht in der Lage sind, so wie ich jetzt gerade, Luftschall zu produzieren. Die machen was ganz Cleveres anderes. Die machen Folgendes. Sie bringen ihren ganzen Körper in Schwingung und diese Schwingung wird über die Beine übertragen und von den Beinen auf die Bühne hier in dem Fall oder auf das Blatt und dann weitergetragen an den Artgenossen. Und der kann das dann analysieren. Das ist ein bisschen so, ja, wisst ihr was, ich kann heute nicht dieses Trampel-Experiment machen, aber ich kann was anderes machen. Alle Personen hier im Saal, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, schließen bitte einmal die Augen. Augen zu. Alle anderen signalisieren jetzt mal, dass sie da sind und auch potent, indem sie sowas machen auf ihrem Stuhl. Ja, richtig hier so. Und jetzt zeigt ihr mal, dass ihr richtig heute noch einen interessanten Abend haben wollt mit eurem Nachbarn. Ja, okay, es sieht schön scheiße aus, danke, stopp. Super mitgemacht. Die Damen, bitte die Augen wieder auf. Also ich hoffe, wenn die Männer im Saal richtig gut waren, habt ihr so ein bisschen Vibration gemerkt. Ja? Ah, kurz. Ja? Ah, Männer, ihr wart nicht so gut. Da muss noch ein bisschen was passieren. Auf jeden Fall, ihr könnt sagen, ja, da war jemand neben mir. Das Zikadenweibchen kann sagen, oh ja, sein Kontostand ist über 5 Millionen Rubel. Er ist jung und gesund. Das wäre ein guter Partner für mich. So, also, was muss ich also stattdessen machen? Oh Gott, ein Interruptus, ich brauche mehr Zeit. Ich nehme einen Laservibrometer, das heißt, ich spiele Lasertag im Weinbau. Hinten die Suse, vorne die Zikade. Und was rauskommt, also sieht eigentlich so aus, total langweilig, was rauskommt, ist das. Langweilig, ich mache eine andere Farbe, immer noch langweilig. Dann gucke ich mir das Ganze genauer an und sehe, oh, es sieht aus wie ein Signal. Dann höre ich es mir an. Das ist süß, klingt ein bisschen wie ein Frosch. Und dann muss ich ja gucken, von den beiden Pflanzen gibt es da einen Unterschied. Und zuerst sehe ich so, nee. Und weil ich ja keinen Gutenberg machen möchte, gucke ich es mir genauer an. Zähle dann die Pulse Interintervall
und dann kommt der Zebra-Effekt raus. So, wir sehen sofort, es sind zwei verschiedene Zebraarten, schwarz und weiß, aber unterschiedlich arrangiert. Und das ist auch das, was bei den Weibchen spannend ist. Jetzt überspringe ich nochmal den harten wissenschaftlichen Teil, das geht, dass man auch mit Akustik Krebs aufspüren kann. Es war ja eigentlich die Frage nach der komischen Sexualität von den Tieren. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal vormachen und ich hoffe, ich darf ein bisschen die Zeit überschreiten, wenn es okay ist. Ja, ist das in Ordnung? Darf ich ein bisschen mehr? Dankeschön. Und ich bräuchte bitte mal Licht im Saal. Denn ich brauche einen Freiwilligen. Ich würde ja gerne dieses Paarungsverhalten zeigen, aber das kann ich nicht alleine. Ich brauche einen Partner und deswegen meine Frage, gibt es einen Freiwilligen, der mit mir hier vorne auf der Bühne Zikadensex haben möchte? Ja. Oh. Und Johannes hat sich gemeldet. Johannes, der behauptet hat, ich hätte gestern alles weggetrunken, muss zur Strafe mit mir Sex haben auf der Bühne. Komm rauf, Johannes. Applaus für Johannes, das dauert ein bisschen. Du hast kein Mikro. Oh. Also, was Johannes noch nicht weiß, wir haben ja gelernt, dass bei den Insekten die Weibchen etwas dicker sind. Das heißt, Johannes ist in diesem Fall das Weibchen. Und ich bin das Männchen. Und damit wir auch in Stimmung kommen, habe ich hier auch was mitgebracht. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch noch. Liebe auf den ersten Gesang. Und Johannes muss nicht viel tun, du bist das Weibchen. Du stehst einfach hier, drehst dich am besten so ein bisschen hier hin und siehst gut aus. Als Frau muss man nicht viel machen, nur gut aussehen. So, ich werde jetzt versuchen, dich anzubalzen. Du wirst natürlich nicht reagieren. Ich gebe dir ein Signal und dann macht das Weibchen das Einzige, was das Weibchen macht. Es macht Möp. Ja, mach mal Möp. Möp. Und streckt dabei den Hintern raus. Wir üben das jetzt mal zusammen. 1, 2, 3. Möp. Super. Okay, also, du musst nicht viel machen, es geht los. Zikadendisco Teil 1. Wenn ein Zikadenmännchen ein Weibchen sieht, dann macht es erstmal den schon gehörten Sound. Er macht so. Quark. 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 Oh, sie reagiert nicht. Ich muss mehr Gas geben. Jetzt gebe ich den sogenannten Courtship Phrase, das Signal, dass ich wirklich gerne heute noch einen interessanten Abend verbringen möchte. Der geht so. Drr, 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 drr. Immer noch keine Reaktion. Ich kann noch einen Gang höher schalten. Da doing, dr, da doing, dr, da doing, dr, da doing, dr. Nein, immer noch nicht. Ich muss mir was Richtiges einfallen lassen. Und während ich denke, kommt auf einmal ein anderes Zikadenmännchen und will mir meine Lady streitig machen. Was versuche ich also, damit die beiden kein Duett singen? Ich mache ein Störsignal. Jetzt sieht die Dame, dass ich so potent bin. Jetzt findet sie mich toll. Wenn ich jetzt quarke, dann kommt es hoffentlich zum Möb und ich sage nur Quark.